Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es scheint eine neue Strategie der SPD vorzuliegen, erst mit kleinen Anträgen um die Ecke zu kommen, die man dann in einer Anhörung gibt. Dort werden sie der Gewohnheit nach verrissen. Und bevor noch die Auswertung der Anhörung stattfindet, kommen dann alle kleinen Anträge nochmal gemeinsam in einem Potpourri-Antrag ins Plenum. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, ob es ein Versuch der Zermürbung ist, ob es Verzweiflung ist, weil die eigenen Ideen nicht mehr so ankommen vielleicht beim Wähler. Keine Ahnung, vielleicht können Sie das irgendwann noch mal klären. Aber heute versuchen Sie es entlang des Themas der Pflege im häuslichen Umfeld. Und klar, sehr populäres Thema, die allermeisten Menschen würden ja gerne zu Hause alt werden. Das ist so, wie wenn man die Menschen fragt, würden Sie gerne gesund alt werden? Klar, die allermeisten Menschen würden gerne ein langes Leben führen und gesund alt werden, ist ja vollkommen verständlich. Was aber bei dieser Diskussion immer fehlt und was Sie überhaupt gar nicht mit keinem einzigen Wort erwähnen in Ihrem Antrag, sind für mich drei wesentliche Punkte. Zum einen der große Bereich der Prävention. Das ist der wichtigste Faktor für den Verbleib im eigenen Zuhause, ist, dass ich im Alter überhaupt noch fit bin. Und da kann in der Tat Gesundheitspolitik, kann Staat mehr machen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen immer älter werden, sondern dass sie auch gesund älter werden, dass man von den Jahren, die man am Ende hat, auch noch mehr hat. Denn ich glaube, auch das ist wiederum etwas, was jedem zu eigen ist. Man würde gerne vielleicht das Jahr lieber von mir aus noch im Pflegeheim verbringen, aber nicht auf der Intensivstation. Und dazu kommen wesentliche Punkte, wo Staat eben einen Einfluss hat. Und das ist dazu, die Menschen dazu animieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, trotz vielleicht einem anstrengenden Berufsleben, sich mehr zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Und da wird noch viel zu wenig getan. Ein anderer Punkt, und da spreche ich jetzt mal aus konservativer Perspektive, sind starke Familien. Die müssen wir mehr fördern, die müssen wir mehr finanzieren als Staat, als System, denn Staat kann Familien schlichtweg nicht ersetzen, so sehr er sich dazu auch müht, so sehr er sich Mühe gibt. Pflegende Angehörige sind nach wie vor das Rückgrat in der Pflege. Aber wenn ich auf dieses Rückgrat mich verlassen muss, weil wenn die Menschen ausfallen würden und die Menschen kämen in die stationäre Pflege, dann wäre die stationäre Pflege weit überfordert, dann hätten wir ein Riesenproblem. Aber dazu braucht es überhaupt Angehörige, die das machen können, und zwar vernünftige Rahmenbedingungen, unter denen das möglich ist. Aber immer weniger Menschen leben tatsächlich in Familien, und da könnte tatsächlich Politik gefragt sein, dass sie dem Auftrag aus dem Grundgesetz der Stärkung und Förderung der Familie als Kernzelle der Gesellschaft mehr wieder nachkommt und sich nicht in andere Fantasieprojekte versteigt. Und das Dritte ist, und das ist ganz wichtig, das ist hier auch viel zu wenig wieder angesprochen worden, es sind private Ersparnisse. Es braucht also sinkende Steuern, sinkende Sozialabgaben, anstatt Projekte, die die Sozialabgaben immer weiter nach oben treiben. Denn Tatsache ist, Sie haben das vollkommen richtig ausgeführt, es gibt zu wenig barrierefreien Wohnraum. Es gibt also gar nicht die Möglichkeit, in eine Wohnung beispielsweise umzuziehen, wo ich da mit dem Rollstuhl reinkomme. Die allermeisten würden auch gerne in ihrem eigenen Wohnraum wohnen bleiben. Dazu braucht es aber trotz staatlicher Förderung ein bisschen Kleingeld, um beispielsweise einen Treppenlift einzubauen, um beispielsweise dann auch eine Rolli-Rampe einzubauen, um beispielsweise dann auch die Türen so weit zu erweitern, dass ich mit dem Rolli durchkomme. Dazu müssen Sie den Menschen aber ein bisschen Geld in der eigenen Tasche lassen. Was es nicht braucht, sind SPD-Evergreens, die die Abgaben dann, wie erwähnt, noch weiter in die Höhe treiben und insbesondere Familien, die das ja leisten müssen, dann noch weiter belasten in sensiblen Phasen des Lebens, wo es gerade darum geht, Familie zu gründen, vielleicht etwas zurückzulegen. Denn selbstbestimmtes Leben ist das Gegenteil von vom Staat abhängig sein. Vielen Dank.